Die chinesische Weltraumbehörde hat die Kontrolle über ihr Weltraumlabor Tiangong 1 verloren. Die Raumstation bewegt sich seitdem unkontrolliert auf die Erde zu. Jetzt gibt es aktuelle Berechnungen und Vorhersagen zum Zeitpunkt des Absturzes und es sieht nicht gut aus. Zwar wird ein Großteil von Tiangong 1 schon sehr bald in der Atmosphäre verglühen, doch bis zu 100 Kilogramm schwere Brocken könnten auf der Erde einschlagen. Wo und wann? Wie ist die Lage? Jetzt in Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Es ist nicht das erste Mal, dass wir uns um Weltraumschrott Gedanken machen müssen, weil er auf Kollisionskurs mit der Erde ist. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, 1991 fielen Bruchstücke der sowjetischen Raumstation Sojus 7 auf Argentinien herab. Menschen wurden zum Glück nicht verletzt. Weltraumexperten und Expertinnen fordern immer wieder, dass ausgediente Stationen und Satelliten direkt im Weltraum recycelt werden, anstatt sie wieder mehr oder minder unkontrolliert auf die Erde stürzen zu lassen. Tja, für Tiangong 1 gilt das auf jeden Fall nicht. Im September 2011 hat China Tiangong 1 ins All geschickt. Übersetzt heißt das übrigens, also diese chinesische, nicht dauerhaft bemannte Raumstation, so viel wie himmlischer Palast. Und tatsächlich, es ist eine Art Palast, für den Weltraum zumindest, 8,5 Tonnen schwer, etwa so groß wie ein Linienbus und ausgestattet mit einem 14 Kubikmeter großen Labor sowie einer kleinen Wohnecke für die Besucher von Tiangong 1. In den letzten 6 Jahren hat das Raumlabor mehrere Kopplungsmanöver mit chinesischen Raumschiffen der Shenzhou-Reihe hinter sich gebracht. Doch schon im letzten Jahr war Tiangong 1 wohl außer Kontrolle geraten. Raumfahrtexperten und Expertinnen machten im vergangenen Herbst die Angabe, dass China das Labor schon seit März 2016 nicht mehr steuern kann. Die Folge? Tiangong 1 bewegt sich seitdem unkontrolliert auf die Erde zu. Derzeit kreist die Station nach chinesischen Berechnungen wohl in einer mittleren Höhe von etwa 311 Kilometern. Im Mai waren es noch rund 350 Kilometer. Regelmäßig gibt es dazu Status-Updates aus China. Jetzt gibt es aktuelle Berechnungen, wonach Teile der chinesischen Raumstation schon bald auf die Erde stürzen werden. Dies wird wohl Ende 2017 der Fall sein, spätestens aber im April 2018. Einen ähnlichen Zeitraum hat übrigens auch die amerikanische Organisation Aerospace berechnet. Demnach wird Tiangong 1 irgendwann zwischen Ende Dezember 2017 und Ende Februar 2018 abstürzen. Also, alles wird schon bald passieren. Dann wird Tiangong 1 in die dichter werdende Atmosphäre eintreten, die Teile, die nicht komplett verbrennen, also alles, was nicht verglüht beim Eintritt, die werden dann auf die Erde crashen. Und dazu hat jetzt der renommierte Astrophysiker Jonathan McDowell von der Harvard University im britischen Guardian geäußert. Er schließt nicht aus, dass Wrackteile mit einem Gewicht von bis zu 100 Kilogramm auf die Erde stürzen könnten. Das ist nicht lustig, denn im Gegensatz zu einem Asteroiden ist der Einschlag auf die Erde unausweichlich. Doch das Risiko, dass Menschen getroffen werden könnten, das ist nach Angaben verschiedener Raumfahrtexperten und Expertinnen eher klein. Das wurde gerade in Toulouse verkündet, wo sich in diesem Monat mehr als 100 Astronauten und Astronautinnen zum 30. Weltkongress der Astronauten getroffen hatten. Doch Schäden am Boden können genauso wenig wie Auswirkungen auf den Flugverkehr eben nicht zu 100% ausgeschlossen werden. Noch ist es also kaum vorhersehbar, was genau passieren wird und wo welche Trümmerteile landen könnten. Das alles wird sich wohl erst kurz vorher abschätzen lassen, wenn überhaupt. China hat jetzt angekündigt, kurz vor dem Absturz eine Vorhersage für den Absturzort zu machen. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wo das sein wollt und auch Videos zu allen anderen Themen nicht verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den, genau, auf die Glocke, damit ihr auch von den neuen Videos erfahrt. Hier geht es weiter mit Weltraumschrott bedroht die Erde mit noch mehr Infos zum Thema. Sehr, sehr spannend und ansonsten bis dann. Bleibt dran.